Ja, die Radmer Gruppe steht für Qualität, Innovation und auch für Nachhaltigkeit. Und das Thema Nachhaltigkeit ist für uns ein ganz wesentliches, denn wir sind seit über 30 Jahren im Bereich Umwelttechnik tätig und erarbeiten hier Lösungen für unsere Kunden, die denen natürlich einen großen Nutzen bringen und gleichzeitig aber auch einen wesentlichen Beitrag für den Klimaschutz leisten. Der GBB Award ist für uns eine besondere Auszeichnung, denn er zeigt, dass unser nachhaltiger Weg der richtige ist. Und der GBB Award zeichnet ja herausragende Technologien im Green Building Bereich aus. Und das ist auch für uns als Bau- und Umwelttechnikunternehmen auch die Zukunft. Und hier wollen wir auch viel weiter bewegen. Ja, Energie aus Abwasser ist seit 2018 als erneuerbare Energiequelle auch auf europäischer Ebene eingestuft. Und Energie aus Abwasser nutzt quasi die Abwärme, die im kommunalen Abwasser vorhanden ist, zum nachhaltigen Heizen und Kühlen von Gebäuden. Und wir haben innovative Wärmetauschersysteme, die kombiniert mit Wärmepumpen dafür sorgen, dass ich quasi die Temperatur aus dem Abwasser heraushole und dann in Wärme, in Heizen fürs Gebäude im Winter und im Sommer dann fürs Kühlen verwende. Wir kombinieren unterschiedlichste Technologien und erarbeiten für unsere Kunden und für den jeweiligen Fall immer die beste Lösung. Und damit können wir die jetzt immer noch verwendeten CO2-kritischen Energiequellen durch eine nachhaltige Energiequelle ersetzen. Ja, Energie aus Abwasser ist im Endeffekt für alle Gebäudebereiche wichtig. Das heißt für Kommunen, für Industrieunternehmen, für Immobilienentwickler, für gesamte Quartiere kann Energie aus Abwasser zum Heizen und Kühlen verwendet werden. Ganz wichtig ist, man braucht einen entsprechenden Kanal, kommunalen Kanal in der Nähe, der mindestens 10 Liter pro Sekunde an Wasser, vor allem auch in der Trockenwetterphase, führt. Deutsche Studien belegen, dass rund 12% aller Gebäude mit der erneuerbaren Energiequelle Abwasser geheizt und gekühlt werden könnten. Das kann man sicherlich auch entsprechend in Österreich umlegen, also ist Energie aus Abwasser sicherlich die Zukunft. Für mich persönlich ist es auch ganz wichtig, denn ich möchte dafür Sorge tragen, dass auch unsere Kinder und Enkelkinder noch eine lebenswerte Umwelt erleben. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir mit unseren innovativen Technologien auch entsprechend Lösungen für den Klimaschutz erarbeiten. Ja, für die Zukunft ist es für mich ganz wichtig, dass wir unsere Technologien auch weiter entwickeln und vor allem auch national und auch international damit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und vor allem das Thema Energie aus Abwasser ist mir wichtig, dass wir noch stärker öffentlich positionieren und damit sich auch noch viel mehr Gemeinden, Kommunen, Immobilienentwickler auch für das erneuerbare Heizen und Kühlen von Gebäuden entscheiden.